Zu einer Stellungnahme hat sich Frau Bundesministerin Magister Johanna Mikl-Leitner gemeldet. Bitte, Frau Bundesministerin. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die Reden der Damen und Herren Abgeordneten haben unterstrichen, dass das Jahr 2014, 2015 zwei Jahre intensiver Diskussion waren. Das Jahr 2015 hat gezeigt, dass wir einen Handlungsbedarf haben. Denken wir nur an die dramatischen Terroranschläge, sei es in Paris oder in Istanbul. Ja, wir haben eine erhöhte Terrorgefahr in ganz Europa und hier sind vor allem die Sicherheitsbehörden besonders gefordert. Und erst am Montag in Amsterdam hat der Europol-Chef wiederum gewarnt davor, vor den Terroranschlägen, die in Europa passieren können. Daher sind wir auch gefordert, mit den Sicherheitsbehörden anderer Staaten intensiv zusammenzuarbeiten, sind hier gefordert, auch dementsprechende Strategien gemeinsam zu entwickeln. Ja, und auch Österreich ist in dieser sensiblen Situation besonders gefordert und besonders gefordert ist vor allem der Staatsschutz. Und Sie wissen, dass ich immer wieder betone, dass es meine Aufgabe ist, als Innenministerin, als Sicherheitsministerin, die demokratischen Werte und vor allem die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren oder zu schützen, dass es wichtig ist, hier Verantwortung zu übernehmen, wenn es um die Stabilität und Sicherheit in dieser Republik geht. Und deswegen habe ich auch im April 2014 den Startschuss für die Diskussion zum Staatsschutzgesetz neu gegeben. Wir haben dieses Staatsschutzgesetz neu auch festgeschrieben im Regierungsübereinkommen, wo wir hier vereinbart haben, ja, es braucht hier eine Veränderung. Wir haben alle genau gewusst, welche Gefahr von den Terroristen ausgeht. Und leider zwei Jahre später mussten wir erleben, was letztendlich passiert ist. Und die Prognosen unserer Polizei waren richtig. Das heißt, wir reden heute nicht von einer Anlassgesetzgebung, sondern haben uns rechtzeitig darauf eingestellt, dieses so sensible Thema zu diskutieren. Und was haben wir am Beginn dieser Diskussion für eine Frage gestellt? Wir haben die ganz wichtige und zentrale Frage in den Mittelpunkt gestellt, was erwartet sich die Bevölkerung von ihrem Staatsschutz? Was braucht hier vor allem der Staatsschutz für Instrumentarien, welche Befugnisse, welche Möglichkeiten, um der Bevölkerung auch den besten Schutz angedeihen lassen zu können? Und von der ersten Minute war es mir wichtig, hier vor allem einen gesellschaftlichen und politischen Konsens darüber zu schaffen, dass die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit auch weiterhin garantiert werden kann. Und was müssen wir dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit auch in der Balance zu halten? Und von Anfang an habe ich gesagt, ja, es ist mir hier eine transparente Diskussion wichtig, es ist mir wichtig, hier hervorzustreichen, es geht nicht um eine parteipolitische Diskussion, sondern es geht hier vor allem eine Diskussion, wo die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt steht, wo wir hier den Menschen, der Bevölkerung verantwortlich sind, sie vor den neuen Bedrohungen zu schützen. Und ich möchte auch den Verhandlungsteams an dieser Stelle ein herzliches Danke sagen. Die Verhandlungsteams der Regierungsparteien haben es sich nicht leicht gemacht, bis heute Vormittag verhandelt, aber leider nicht mit den Oppositionsparteien in die Zielgerade. Aber ich glaube, es ist auch hervorgekommen aller Vorredner, dass es eine Gesprächsbasis, eine Diskussions- und Verhandlungsbasis war auf Augenhöhe, eine faire Verhandlungsbasis gegeben hat mit gegenseitigem Respekt und Anerkennung. Ich sehe das leider als vergebene Chance, weil wir uns sehr, sehr nahe gekommen sind. Aus welchen Gründen auch beide Oppositionsparteien, FPÖ und Grüne, letztendlich Nein gesagt haben, es ist zu akzeptieren, aber leider eine
vertane Chance, weil wir uns schon in vielen Punkten einig waren. Vor allem wir alle eines wissen, dass wir hier ein modernes und neues Stadtschutzgesetz brauchen. Und bei den vielen Blumen, die hier gestreut worden sind, vor allem seitens der Oppositionspartei, habe ich mir gedacht, dass da wirklich nur ein Quäntchen an guten Willen gefehlt hatte, um diesem Gesetz auch zustimmen zu können. Stehe aber nicht an, trotzdem ein herzliches Danke zu sagen für diese Verhandlungskultur und vor allem für den gegenwärtigen Respekt und die gegenseitige Anerkennung. Gestatten Sie mir nur noch den einen oder anderen Eckpunkt des Gesetzes zu unterstreichen. Viel wurde ja bereits herausgearbeitet. Mir war vor allem wichtig, dass wir weiterhin eine Sicherheitsbehörde haben, dass der Staatsschutz weiterhin Sicherheitsbehörde bleibt und nicht zu einem Geheimdienst wird. Wichtig war mir, dass wir uns vor allem auf die neuen Aufgaben einstellen, nämlich auf die Abwehr von verfassungsgefährdenden Angriffen. Und da gab es natürlich schon sehr viel an Diskussion, welche Aufgaben gibt es hier, wie sind die zu definieren. Und da gab es ja auch die Veränderungen, wo wir auch sehr diskussionsbereit waren, wo wir diesen Straftatenkatalog genau definiert haben, taxativ auch aufgezählt haben, das heißt, diesen Aufgabenbereich auch eingegrenzt haben. Thema Rechtsschutz. Wer mich kennt, weiß, dass mir der Rechtsschutz immer wichtig war und auch in Zukunft wichtig ist. Und gerade der Rechtsschutzbeauftragte, seit wir ihn eingeführt haben, nämlich im Jahr 2000, hat sich bestens bewährt. Bestens bewährt in den 15 Jahren. Und ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass das Institut des Rechtsschutzbeauftragten tatsächlich eine Erfolgsgeschichte ist. Was wir verankert haben, ist, dass vor allem der Rechtsschutzbeauftragte auch intensiv zusammenarbeiten muss mit seinen beiden Stellvertretern. Und was wir auch noch weiter vorgenommen haben, ist eben den Rechtsschutzsenat. Dieser Rechtsschutzsenat wurde wie immer auf lebendige Art und Weise vom Abgeordneten Bendel erläutert. Ein Rechtsschutzsenat, der hier, glaube ich, ein gutes Signal ist, dass es uns ernst ist, diesen Rechtsschutz noch einmal zu stärken, vor allem wenn es geht um den Einsatz von Vertrauenspersonen oder wenn es um die Abfragen von Telekommunikationsdaten geht. Ich darf aber auch darauf verweisen, dass ja Vertrauensleute, Vertrauenspersonen nichts Neues sind, sondern dass die altbewährt sind. Im kriminalpolizeilichen Bereich, wo wir hier sehr gute Erfahrungen gemacht haben und wo wir hier keinen Vergleich machen dürfen mit Deutschland, weil das verschiedene Dinge und letztendlich auch andere Grundlagen sind. Wesentlich ist, was auch hier in diesem Bereich wichtig ist, dass am Ende der Ermittlungen die Betroffenen genau informiert werden müssen, nämlich über den Grund, die Art und die Dauer, vor allem auch über ihre Rechtsgrundlage. Ich glaube, das ist schon ein entscheidendes Faktum, dass hier vor allem jene, die im Fokus gestanden sind, im Nachhinein auch im Detail darüber informiert werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, was haben wir noch gemacht? Ich glaube, jeder weiß, dass der Kampf gegen den Terrorismus ein Kampf von unseren Spezialisten ist. Deswegen ergibt sich hier auch die Logik daraus, dass nicht alle Polizistinnen und Polizisten mit allen Befugnissen ausgestattet werden müssen. Daher haben wir die sensiblen Befugnisse für den Staatsschutz auch eingegrenzt auf eine kleine Anzahl von Polizistinnen und Polizisten, die hier im Staatsschutz auch tatsächlich arbeiten. Und darüber hinaus wissen Sie auch, dass selbstverständlich diese Befugnisse auch ein Einverständnis des Rechtsschutzbeauftragten brauchen. Das heißt, wir haben hier wirklich alle Vorkehrungen getroffen, damit hier bei Gott kein Missbrauch auch passieren kann. Das heißt, ein fast zweijähriger Diskussionsprozess, wo hier viele Details auch gereift sind, wo wir auch das eine oder andere abgeändert haben aufgrund des einen oder anderen Impulses auch von Ihnen. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, ein Stadtschutzgesetz auf der Höhe der Zeit zu schaffen. Ein Stadtschutzgesetz, das vor allem für die Sicherheit der Bevölkerung steht, wo wir den neuen Phänomenen
entgegentreten können und wo wir sagen können, ja, wir werden unserer Verantwortung auch in Zukunft weiter gerecht. Dieser Meilenstein im Bereich des Staatsschutzes, im Bereich der Sicherheit für die Bevölkerung wäre nicht möglich gewesen ohne diesen umfassenden Diskussionsprozess. Ich darf mich bei allen herzlich bedanken, bei den Sicherheitssprechern und Verhandlungspartnern von den Oppositionsparteien, angefangen von den Grünen bei Peter Pilz, bei den Freiheitlichen, beim Kollegen Dahmann und natürlich auch beim Kollegen Hagen und Nico Alm. Aber allen voran darf ich mich vor allem bei den Sicherheitssprechern beider Regierungsparteien herzlich bedanken, bei Otto Bendl und bei Werner Amon, die hier Großartiges geleistet haben, die hier seit April 2014 engstens damit betraut waren und hier sehr viel Kraft, Engagement, vor allem auch Kompetenz hineingelegt haben, die vor allem auch mit der Beamtenschaft, mit dem Clubs, mit dem SPÖ-Club, mit dem ÖVP-Club, als auch den Experten des BVDs, als des Innenministeriums, Direktor Gretling, als auch Generaldirektor aufs Engste zusammengearbeitet haben. Ihnen allen dafür ein herzliches Danke. Und ich glaube, es ist heute ein guter Tag, weil wir gemeinsam hier auch einen riesigen Meilenstein im Bereich des Staatsschutzes setzen können. Dankeschön. Die Bevölkerung müsse vor neuen Bedrohungen geschützt werden, betont Innenministerin Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP. Es habe eine faire Verhandlungsbasis gegeben. Leider habe die Opposition nicht zugestimmt, obwohl es Einigkeit in vielen Punkten gegeben habe.